Ja, dann starten wir auch. Herzlich willkommen zu den Gedanken zur Macht. Wie immer nehmen wir uns eine gute Stunde Zeit, um mit AutorInnen des Werks Macht und Kirche zu sprechen. Netterweise stellen sie sich zur Verfügung, um ihre Gedanken nochmal zu vertiefen und auch im Diskurs nochmal anders zu erläutern, als das vielleicht im Buch möglich ist. Heute haben wir eine Besonderheit. Der Mitgastgeber Valentin Dessoir ist nicht im heimischen Mainz zu Hause, sondern er ist unterwegs in Trier. Das kann dazu führen, dass manchmal vielleicht die Ton- oder Bildqualität nicht ganz so gut ist. Trotzdem versuchen wir es so gut wie möglich durchzugehen. Und wie immer die herzliche Einladung, dass Sie Ihre Gedanken, Ihre Positionen, Ihre Fragen vielleicht auch an Frau Keul in den Chat schreiben. Damit habe ich auch schon gesagt, heute ist Frau Keul zu Gast. Valentin Dessoir wird sie gleich nochmal näher vorstellen. Aber wenn Sie sich beteiligen wollen, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen oder Gedanken in den Chat schreiben. Und dann spielen wir sie wie immer und in guter, gewohnter Weise ein zum späteren Zeitpunkt. Jetzt aber herzlich willkommen an Hildegund Keul und Valentin Dessoir. Ja, liebe Frau Professor Keul, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Das Stichwort, mit dem Sie auch in dem Artikel sehr stark arbeiten, ist Vulnerabilität. Ich bin Psychologe und von daher ist es auch für mich ein Thema, das mir sehr nahe liegt. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie wir diesen Diskurs miteinander führen. Sie kommen ja auch aus der theologischen Ecke sehr stark, wie das zusammenpasst. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen. Sie haben schon auch eine, sagen wir mal, eine Vita, die ist nicht ohne. Es ist ein Auszug. Ja. Sie haben an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg katholische Theologie und Germanistik studiert. Dort erhielten Sie 1986 einen Lehrauftrag zur Einführung in die Literatur feministischer Theologie. 1992 haben Sie promoviert und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2002 habilitiert und die Lehrbefähigung für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft erhalten. Nach verschiedenen Tätigkeiten als Privatdozentin wurden Sie 2009 außerplanmäßige Professorin für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaften, ebenfalls in Würzburg, an der Universität in Würzburg. Dazu kommen diverse Gastprofessuren, Lehraufträge an Universitäten Luzern, Köln, Marburg, Bonn, Münster. Also Sie sind mit den Themen, die Sie einspielen in diesem Diskurs, schon eine sehr begehrte Gesprächspartnerin. Deshalb freue ich mich, dass Sie dabei sind. 2016 gründeten Sie gemeinsam mit Pierre Karl Link die Research Group Vulnerabilität, Sicherheit und Resilienz. Und seit dem 1. August verantworten Sie das DFG-Forschungsprojekt Verwundbarkeiten, eine Heterologie der Inkarnation im Vulnerabilitätsdiskurs. Ja, das klingt sozusagen sehr spannend. Und die erste Frage, die ich habe, ist immer so eine Art persönliche Einstiegsfrage. Wie sind Sie an das Thema Vulnerabilität gekommen? Das wäre für mich so die erste Frage, die mich interessieren würde, vielleicht auch die Zuhörer und Zuschauer. Ja, ich habe, das ist eigentlich ein wirklich klassisch wissenschaftlicher Zugang gewesen. Ich habe das Buch von der Sarah Coakley gelesen und die handelt von Inkarnation und auch von Vulnerabilität. Das ist nicht ihr Hauptpunkt gewesen, aber war eines der Themen, das davor kam. Und ich hatte eine Probevorlesung, also so eine Bewerbungsvortrag in Dresden. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist interessant, Vulnerabilität und Theologie. Und dann habe ich schlichtweg geschaut in anderen Wissenschaften, wie die eigentlich Vulnerabilität verhandeln. Weil das in der Zeit war, als diese Grenze erreicht worden ist, es leben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und das ist damals ganz heiß diskutiert worden. Und da kamen lauter Fragen nach Vulnerabilität. Also wie viele Menschen werden an Hunger sterben? Und also sehr viele Fragen, die mit Vulnerabilität in Zusammenhang stehen. Und dann habe ich halt geschaut, wie wird das in anderen Wissenschaften diskutiert. Dann habe ich festgestellt, in anderen Wissenschaften ist das ein Hype-Thema, also wirklich das Schlüsselwort. Und in der Theologie kommt es nicht vor. Und so ist es natürlich super. Dann weiß man, was man zu tun hat. Okay, schön.
Sie haben ja einen besonderen Zugang zum Begriff der Macht gewählt. Sie haben etymologisch geschaut. Was bedeutet das Wort Macht von der Wortbedeutung her? Und kann das uns einen Hinweis geben, wie wir Macht gut und richtig verstehen können? Ja, ich bin einfach auch Germanistin, von daher mache ich das auch sehr gerne, dass ich nachschaue, woher kommt eigentlich das Wort, das erschließt manchmal was. Mücken ist ein Wort, aus dem es kommt, und das heißt etwas zu tun vermögen, wirksam sein können. Also eigentlich bedeutet es Handlungskompetenz. Also die Möglichkeit und die Fähigkeit, etwas tun, etwas gestalten zu können. Und das zeigt natürlich schon, dass Macht jetzt nichts irgendwie Abgehobenes ist, das nur eine Person irgendwie in der Hand haben könnte, sondern dass es etwas ist, das eingebunden ist in Situationen, in andere Menschen, in bestimmte Kontexte. Und dass es halt nicht quasi so der eine Machthaber ist, der die Macht in der Hand hält und genau weiß, wo es lang geht, sondern dass es eine viel, viel komplexere Fähigkeit ist, etwas zu machen, etwas zu tun. Damit kommen Sie ja dem Machtbegriff von Hannah Arendt recht nahe, wenn Sie das so beschreiben. Und die grenzt ja auch Gewalt ab. Wie würden Sie Macht und Gewalt abgrenzen, weil das ja für den weiteren Diskurs, Vulneranz, Destruktivität ja eine hohe Bedeutung hat? Ja, Gewalt stellt ganz unzweifelhaft eine große Macht dar. Das sehen wir im Moment im Ukraine-Krieg. Also Gewalt ausüben zu können, auch so massiv ausüben zu können, wie das Putin, wie das Russland im Moment ja tut, das stellt natürlich eine ungeheure Macht dar. Aber nicht jede Ausübung von Macht muss unbedingt Gewalt bedeuten. Also von daher kann man das durchaus voneinander abgrenzen. Aber da würde ich vielleicht noch Hannah Arendt, diese Definition, die ist zwar sehr gut, aber ich finde schon auch, dass es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber es ist mir zu positiv. Also jede Machtausübung hat quasi eine Gewaltgefahr innewohnend schlichtweg. Und das ist auch ein entscheidender Punkt bei der Macht. Hannah Arendt, sollen wir die Definition mal gerade vorlesen von der Hannah Arendt? Ja, das finde ich gut. Ich meine, die ist natürlich schon toll, aber ich habe sie gerade hier. Ich habe das Buch vor mir liegen. Ja, sehr schön. Sie sagt, Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Das ist natürlich eine formale Definition. Insofern ist sie jetzt nicht irgendwie naiv, aber sie ist halt auf ganz unterschiedliche Kontexte anwendbar. Das kann natürlich heißen, zum Beispiel Menschen, die sich zusammenschließen, um miteinander den destruktiven Machtwirkungen des Krieges zu widerstehen. Also alle zum Beispiel, die in der Ukraine-Hilfe tätig sind oder die in Krankenhäusern arbeiten in der Corona-Pandemie. Also dieses sich zusammenschließen und gemeinsam etwas tun, im Einvernehmen handeln. Mit dem Einvernehmen schließt natürlich auch Konflikte ein. Ne? Das denke ich meist bei Hannah Arendt auch so. Aber der Punkt ist, es ist natürlich auch umgekehrt. Das kann natürlich auch in einem Gewaltkontext sein. Also zum Beispiel bei den ganzen Verschwörungsbehauptungen gibt es ja auch viele Gruppen, die sich in diesem Sinn zusammenschließen. Wenn Sie jetzt die Definition nochmal hören, die menschliche Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln, das kann sich ja auch auf eine Gruppe auch beziehen, die quasi gewaltsam anderen gegenüber wird. Ja? Also insofern ist ja die Verbindung von Macht und Gewalt, die zu unterscheiden sind, aber die halt auch nicht zu trennen sind, schon ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, Macht und Gewalt ist ja die Differenzierung und Trennung, die Hannah Arendt vornimmt. Und Macht in ihrem Sinne ist ja nur positiv, eigentlich nur positiv. Und Sie beschreiben ja gerade, wenn man die anwendet, ist eben nicht nur positiv. Es braucht andere Kriterien, um zu entscheiden, was ist positiv und was ist negativ. Möglicherweise ist ja auch Anwendung von Gewalt, kann ja auch positive Elemente beinhalten, wenn es darum geht, sich zu wehren in einer bestimmten Situation. Das ist auch ein Thema, das am Ende nochmal relevant wird, sozusagen, wenn wir fragen, was ist ein christliches Verständnis von Macht, Machtausübung. In dem ersten Kapitel beschreiben Sie, haben Sie überschrieben, warum ist oder aus Ihrer Sicht Machtausübung notwendig und zugleich prekär? Das ist so der erste Fokus. Macht ist notwendig und zugleich prekär. Vielleicht können Sie das nochmal umreißen. Ja, also mal ganz. So in dem
in der Beschreibung, es gibt keine machtfreien Räume. Das ist so eine andere Form von Beschreibung. Ja, ja, das denke ich auch. Es gibt einfach für Menschen keinen machtfreien Raum. Also wenn wir handeln, üben wir Macht aus. Jedenfalls in dem Sinn, wie ich den Machtbegriff verwende. Und von daher, also auch alle möglichen Bereiche. Ich nenne jetzt mal was, was nicht immer so gewöhnlich ist, Spiritualität und Macht. Natürlich kann Spiritualität eine sehr große Macht ausüben, weil sie Menschen auch dazu bewegt, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge nicht zu tun. Insofern ist Spiritualität ein ganz entscheidender Machtraum. Und das, ich meine, das ändert sich ja gerade in den letzten Jahren, finde ich zum Glück. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Magdeburg im Seminar für Gemeindepastoral bei der Ausbildung von Gemeindereferentin mal irgendwie so gesagt habe, Spiritualität ist auch nicht machtfrei. Das war damals ein völlig unüblicher Gedanke und die Studierenden haben total danach gefragt. Ne? Und ich habe dann geantwortet, ja, also beispielsweise, sie müssen Mittwochabend um 19 Uhr antreten, weil sie geistlichen Abend haben. Das ist ein Machtzugriff. Ne? Den Abend können Sie ja frei haben, den können Sie selbst gestalten. Es ist ein Machtzugriff zu sagen, ihr müsst zu einer bestimmten Zeit da sein, um quasi das geistige Leben miteinander zu teilen. Und das war damals noch ein völlig ungewohnter Gedanke. Also Spiritualität ist kein machtfreier Raum. Menschliche Beziehungen, also nicht nur politische, sondern wirklich auch ganz persönliche Beziehungen. Sexualität ist ein Hauptort von Macht und zwar nicht nur da, wo sexualisierte Gewalt stattfindet, sondern natürlich, es hat mit Lebendigkeit zu tun, mit Handeln, mit was macht man eigentlich alleine oder mit anderen zusammen. Also von daher, meines Erachtens gibt es keine machtfreien Räume. Also wenn Menschen leben, wenn sie atmen, wenn sie versuchen zu überleben, sie brauchen Nahrungsmittel, das wäre nochmal ein ganz eigener Aspekt, also Macht und Schöpfung auch. Ne? Also sobald ich was essen möchte oder was trinke, bin ich in einem Raum von Macht auch drin. Also nicht nur, wenn ich Fleisch esse, aber da sieht man es natürlich besonders gut, ne? Welche Macht wir ausüben. Mit Essen. Das heißt, es braucht eigentlich Kriterien, um zu entscheiden, ob Machtausübung eine, sagen wir mal, eine konstruktive, fruchtbare Wirkung hat oder ob sie destruktiv ist. Und das ist ja ein Hauptthema ihrer Arbeit. Bevor wir dahin gucken, Vulnerabilität und Vulneranz, Sie greifen auf Nietzsche zurück, ja, und der mal gesagt hat, dass die ohnmächtigsten Feinde die bösesten Feinde seien. Was meinen Sie damit? Oder was meint er damit so? Was interpretieren Sie da sozusagen aus diesem Satz heraus? Und wie ist eigentlich das Verhältnis von Macht und Ohnmacht? Ist Ohnmacht immer ohnmächtig oder ist Ohnmacht auch Macht? Ja, lauter sehr komplexe Fragen. Also bei Nietzsche bezieht sich das ja auf die Priester. Das finde ich auch interessant. Ne? Also das müssen wir nochmal eigens nachgehen. Ja, super, oder? Und es ist ja was dran. Ne? Es ist ja wirklich was dran, wenn man sich schaut, was in Köln im Moment los ist. Da sieht man, ja genau, die ohnmächtigsten Feinde, das sind die bösesten Feinde. Er bezieht das auf die Priester und ich denke, das stimmt einfach auch. Also ich meine, da braucht man gar nicht so weit weggehen. Da kann man mal bei sich selber gucken. Also in Situationen, wo man sich wirklich ohnmächtig fühlt. Also welche Gefühle da unter Umständen in einem hochkochen auch. Ne? Also Wut, Zorn, das sind ja keine Gefühle, die jetzt quasi mich vom Handeln abhalten, sondern das sind ja manchmal wirklich auch Gefühle, die mich dazu bringen, dass ich etwas tue, dass ich was verändere. Ne? Und das hat ja eine große Power, also auch das Bedürfnis nach Rache, wenn man irgendwie wirklich gravierende Erfahrungen von Ohnmacht macht. Oder halt in meinem Sprachspiel, wenn man Vulnerabilität erfährt, die kann ungeheuer kraftvoll werden. In die eine oder in die andere Richtung, ne? Also insofern, ja, also das mit der Rache und dem Ressentiment, das ist ja bei Nietzsche auch, also das Ressentiment quasi andere klein machen zu müssen, um selbst groß werden zu können, das ist bei der Ohnmacht halt so ein Zusammenhang, ne? Also in der Ohnmacht fühle ich mich klein und ich will groß werden und darum mache ich andere klein. Und Nietzsche sagt, dass das Priester sehr häufig tun, ne? Also die selber eigentlich gar kein irgendwie Format haben, aber andere quasi ausgrenzen und verfemen, also Homosexualität ist ja da so ein ganz prekäres Thema, andere verfemen, um selber irgendwie besser dazustehen und groß zu werden quasi. Ja, und
Ich finde Nietzsche hat recht. Also mein Beispiel war ja jetzt so die wutverzerrten Gesichter. Ich habe dann noch so ein Bild auch vor Augen aus dem Fernsehen schlichtweg, wo so eine Gruppe von Menschen da steht und eine Frau wirklich ins Mikrofon reinschreit, Merkel muss weg. Ne? Also die fühlen sich ja völlig ohnmächtig und plötzlich macht es diesen Überschwang von Ohnmacht, von Depression, von nicht handeln können, in Exaltation eigentlich. Also so ein richtiger Ausbruch. Und nach Georges Bataille, einem Philosophen, mit dem ich jetzt in den letzten Jahren viel gearbeitet habe, ist das genau der entscheidende Punkt. Also von der Depression zur Exaltation, also aus der Ohnmacht quasi zum Ausbruch von Macht und unter Umständen auch Gewalt. Macht kann konstruktiv oder destruktiv ausgeübt werden, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, woran erkennt man den Unterschied? Ja, das ist gar nicht so leicht zu fassen. Also manchmal ist es ganz schwer zu fassen, manchmal ist es leicht zu fassen. Also eine destruktive Macht sieht man natürlich im Krieg, im Ukraine-Krieg, ne? Also wo quasi Lebensressourcen völlig zerstört werden. Und zwar ohne dass etwas Neues quasi daraus entsteht, zunächst mal. Ne? Oder dass die Macht, die quasi die Zerstörung bewirkt, die Macht selber nicht an einer Konstruktion beteiligt ist. Ne? Also wenn die Häuser einstürzen, wenn die Menschen sterben müssen, wenn sie verletzt werden, das ist die destruktive Macht, die wirklich vorherrschend ist. Und natürlich gibt es eine ganz konstruktive Macht, gerade in dem Sinn, wie Hannah Arendt auch beschrieben hat. Also wenn Menschen sich zusammenschließen, um der Gewaltsamkeit, so würde ich sagen, wenn Menschen sich zusammenschließen, um der Gewaltsamkeit zu widerstehen, mit der sie im Leben konfrontiert sind. Also denn wir machen alle Erfahrungen mit Gewalt, mit Verletzungen. Und wie schaffen wir es, durch alle Konflikte hindurch, die das mit sich bringt, zu versuchen, unsere Kräfte zu verbünden? Also mein Stichwort dazu ist Wunden verbinden. Also wie können wir diese verbindende Kraft von Verwundungen eigentlich wecken miteinander und lebendig halten und konstruktiv auch gesellschaftlich wirksam werden lassen. Genau, und für Sie spielt ja der Begriff Vulnerabilität genau an der Nahtstelle, was sozusagen sind Kriterien, um das zu unterscheiden, destruktive, konstruktive Verwendung von Macht, spielt Vulnerabilität ja eine große Rolle. Das ist ja ein medizinisch-psychologisches Konstrukt von der Ursprungsidee her, wenn ich das richtig verstehe. Was verstehen Sie darunter? Unter der Vulnerabilität? Vulnerabilität, genau. Ja. Vulnerabilität, Verwundbarkeit ist eigentlich ein Zukunftsbegriff, weil es darum geht, dass er bezeichnet, dass ich oder eine menschliche Gemeinschaft in Zukunft verwundet werden kann. Also die Forschung unterscheidet da sehr klar zwischen Wunde, die tatsächlich passiert ist, und der Verwundbarkeit. Also und auch hier gilt unterscheiden, aber nicht trennen. Denn natürlich bei der Verwundbarkeit geht es darum, dass ich verwundet werden kann. Und der für mich entscheidende Punkt ist, und das ist auch mein Forschungsansatz, der entscheidende Punkt ist bei der Verwundbarkeit die Macht, die sie ausübt. Also bei mir ist quasi die Verwundbarkeit selbst ist eine Macht, weil sie Menschen dazu bewegt, etwas zu tun. Also Vulnerabilität, Verwundbarkeit ist nicht irgendwie neutral, die ist auch nicht unschuldig, sondern Verwundbarkeit ist eine Herausforderung, etwas zu tun, zu handeln. Also ich kann versuchen, zum Beispiel die Vulnerabilität niedriger zu setzen, sie zu vermindern, oder ich kann versuchen, sie zu erhöhen. Ich kann versuchen, sie zu riskieren. Also Vulnerabilität ist etwas, was zum Handeln herausfordert. Und ein weiterer Punkt, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, Verwundbarkeit ist eine Öffnung, eine Offenheit. Zunächst mal da, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Also es gibt eine Stelle, wo Menschen ja auch angreifbar sind unter Umständen, aber zugleich auch empathisch sein können. Denn wenn ich eine Öffnung habe, wo auch immer die ist, dann kann, jetzt mal im Bild gesprochen, es kann was rausgehen, was ich eigentlich behalten möchte, oder es kann was reinkommen, was ich nicht haben möchte. Aber natürlich kann auch was reinkommen, wo ich erst dachte, oh je, das geht irgendwie schief. Und dann zeigt sich, boah, ist ja grandios, dass das reingekommen ist. Ne? Also ein gesellschaftliches Feld ist dafür Migration. Ne? Also Migration, wenn ein Land sagt, okay, wir öffnen uns, wir nehmen Geflüchtete auf, wir nehmen Arbeitsmigrantinnen auf, dann ist es immer auch ein Risiko. Man weiß nicht so genau, wer kommt. Aber ehrlich gesagt wissen wir natürlich auch nicht, wer hier im Land lebt. Aber gut, also diese Öffnung
Die kann natürlich ein sehr hohes Risiko sein, aber mit diesem Risiko kann sie auch eine große Chance eröffnen. Und das ist die Komplexität von Vulnerabilität. Wie wird denn aus Vulnerabilität Vulneranz? Das ist ein Begriff, der für Sie für destruktive Machtausübung eine entscheidende Bedeutung hat, auch im Zusammenhang mit der, ja, mit dem Verstehen von Missbrauch und der Vertuschung von Missbrauch. Ja. Das ist ein Begriff, der nicht so üblich ist. Vulnerabilität ist ein Begriff, der tatsächlich sehr breit vorkommt, aber Vulneranz ist schon ein eher selten gebrauchter Begriff, möglicherweise auch von Ihnen geprägt. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, das habe ich jetzt nicht recherchiert. So, wie wird aus Vulnerabilität Vulneranz? Ja, vielleicht mal erst die Frage. Also das Wort stammt nicht von mir, aber ich versuche das voranzutreiben. Und zwar einfach, weil das Wort Gewalt einfach so wahnsinnig breit ist. Also es gibt auch Naturgewalten, ne? Also auch, was weiß ich, ein Erdbeben oder eine Überschwemmung kann sehr gewaltsam sein. Ahrtal, ja. Ich bin gerade in Koblenz und das Ahrtal ist gleich in der Nähe. Da sieht man, Naturgewalten sind auch Gewalt. Von daher, der Gewaltbegriff ist mir einfach für das, was ich beschreiben möchte, viel zu weit. Bei Vulneranz kommt es mir auf die menschliche Gewaltsamkeit an und die ist spezifisch. Um das mal ganz kurz zu umreißen, die menschliche Vulneranz setzt sehr häufig dabei an, dass Menschen sich selber schützen wollen, dass Menschen sich absichern wollen. Und sie tun das, also sie wollen nicht verletzt werden. Das ist der Zusammenhang zur Vulnerabilität. Sie wollen nicht verletzt werden, weil das Schmerzen bereitet, weil das das Leben behindert, weil das sogar das Leben bedrohen kann. Und deswegen versuchen sich Menschen zu schützen vor der möglichen Verwundung, die in der Zukunft passieren kann. Dieser Selbstschutz besteht aber, und da ist der Punkt mit der nicht vorhandenen Unschuld von Vulnerabilität, das tun Menschen oft, indem sie anderen Menschen Gewalt zufügen oder anderen Menschen Gefahren aussetzen. Also zum Beispiel, wenn Europa, die Festung Europa, die Grenzen dicht macht, werden fliehende Menschen ihrer eigenen Vulnerabilität ausgesetzt. Und die Vulnerabilität erhöht sich damit auch. Die können ertrinken, die können verdursten. Denen kann alles Mögliche ganz Furchtbare passieren. Und dieser Zusammenhang, dass weil Menschen verwundbar sind und sich schützen wollen, dass sie dann zu den Waffen greifen, um sich zu schützen. Das ist ein Zusammenhang zwischen Vulnerabilität und der menschlichen Gewaltsamkeit. Und am Anfang steht quasi, am Anfang der Vulneranz steht quasi dieses sich selbst schützen wollen. Aber das Schwierige und das Spezifische an der menschlichen Vulneranz liegt darin, dass total schnell dieses quasi sich selbst sichern wollen, schützen wollen, quasi total weit überschritten wird. Es wird explosiv. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Migration bleiben, auf sexualisierte Gewalt können wir noch kommen. Also an dem Punkt, wenn quasi Europa sich schützen will und deswegen gibt es bestimmte Regelungen, was nicht passieren darf an den Grenzen. Aber die Leute, die selbst an den Grenzen stehen, die sind auf einmal da und haben Spaß daran, Gewalt auszuüben. Und dann wird es explosiv. Und dann passieren diese Pushbacks, die so völlig die Menschenrechte quasi zerstören. Und dieses Explosive von Vulneranz, das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch im Krieg jetzt, ne? Also Butscha. Das ist das, was die menschliche Gewaltsamkeit auszeichnet, die Möglichkeit, so zu handeln. Und in der Philosophie verschiedener, und ich fürchte, dass das irgendwie auch stimmt, George Bataille sagt das auf jeden Fall, jeder Mensch hat quasi diese Potenz in sich, dass die Vulneranz explosiv wird. Jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann oder, ne? Und wenn wir das noch nie gespürt haben, sagt Bataille, dann waren wir noch nie in einer Situation, die das herausgefordert hat. Wir sind ja auch in einem sehr behüteten Kontext. Wir wissen nicht, was wir in der Situation von Butscha machen würden, ne? Wenn wir selber da drin stehen oder wie wir auf solche extremen Gewaltsituationen reagieren würden. Und dieses Phänomen der explosiven Vulneranz ist in der Art und Weise quasi bei Tieren, wenn man das so vergleichen kann, nicht zu finden oder höchstens in Grenzbereichen. Ne? Bei Tieren ist Gewaltsamkeit was anderes. Und deswegen finde ich es so wichtig, da hinzugucken. Also weil man sonst quasi diesem Explosiven von Gewalt ausweicht. Also das finde ich eine total spannende Fragestellung. Sie sagen, ich brauche einen guten Zugang zu meiner eigenen Vulnerabilität. Ich würde aus einer psychologischen Perspektive gerne dazulegen oder als Frage formulieren, brauche ich nicht mindestens genauso einen Zugang zu meinen aggressiven, destruktiven Anteilen? Muss ich sie nicht kennen? Muss ich sie nicht kennen? Muss ich das nicht können, um es nicht zu tun? Auf jeden Fall. Mein Gefühl und meine Erfahrung ist,
wenn ich es verleugne und ich wahrnehme und wegdrücke, genau diese Anteile, dann kommt es genau zu dieser Explosion, die Sie beschreiben. Ja, deswegen ist ja so ein Tipp von mir für Konfliktsituationen, was den Konflikt quasi in seiner destruktiven Kraft mildern kann, das ist, bei sich selbst auf die Vulneranz zu schauen und bei anderen auf die Vulnerabilität. Das ist ja die Umkehrung des Blicks, wie er normalerweise ist. Also normalerweise schauen wir immer bei uns, oh, ich bin so vulnerabel, klar, ich spüre den Schmerz, ne? Andere spüren ihn nicht so wie ich. Ne? Also meine eigene Vulnerabilität, die sehe ich eigentlich immer ganz schnell. Für die eigene Vulnerabilität, glaube ich, sind wir sehr sensibel. Ne? Und wenn wir es irgendwie im Bauch fühlen oder so, also das kriegen wir schon schnell mit. Aber für die Vulneranz, die wir anderen gegenüber ausüben, die reden wir klein. Wir sind immer, also natürlich, ich bin total friedliebend und ich will keinen Streit und ja, ich bin kommunikativ und alles Mögliche. Aber das ist natürlich ein geschöntes Bild von mir selbst. Ne? Also wir haben alle diese Vulneranz in uns. Und sagen wir mal, für uns als Theologin kommt ja noch dazu, dass es ethisch-moralisch sozusagen verwerflich ist und wir sozusagen das auch nicht tun und damit es auch nicht tun. Also wird ja immer vom Dienst statt Macht die Rede. Also das heißt, es wird im Grunde genau diese Anteile werden gerade maximal negiert an dieser Stelle. Genau, die Vertuschung war natürlich an Dienst an der Kirche. Ne? Klar. So kann man also die Vulneranz quasi wegreden. Ne? Also man sagt einfach, ja, ich habe der Kirche gedient, ja. Genau. Sie haben so einen schönen Satz geschrieben oder so. Stichwort, Machtwacker bundiert. Was meinen Sie denn damit? Ich finde ja, die deutsche Sprache ist sehr verräterisch. Also wir sprechen von Machthabern. Das suggeriert, dass es Menschen gibt, die die Macht in Händen halten. Und das, glaube ich, ist völlig falsch. Also und insbesondere, wenn Menschen denken, dass sie die Macht in Händen haben, dann ist es schon gleich umgekehrt. Dann hat die Macht sie schon längst im Griff. Macht ist hochkomplex. Sie vagabundiert, das heißt, die kann plötzlich weg sein. Man hat irgendwie noch gedacht, okay, ich habe das irgendwie alles im Griff, in der Kontrolle und schon ist es weg. Oder zum Beispiel, das ist bei manchen Bischöfen ein Problem, die denken, weil sie diese Position haben, weil sie die Protesters haben, die Amtsgewalt, wie bestimmte Kardinäle, sie denken, sie haben jetzt diesen Posten inne und deswegen meinen sie, sie haben die Macht in der Hand. Aber wenn diese Macht auf tönernen Füßen steht, dann bricht sie irgendwann zusammen. Dann wird sie hohl. Also wenn die Macht, die Protesters, die Menschen durchaus haben können, nicht mit Autorität unterfüttert ist, also mit dem, was man zu sagen hat, dann bricht sie irgendwann zusammen. Und von daher, Macht vagabundiert, die kann ungeheuer schnell sein. Also das kann man natürlich in der Politik sehr gut verfolgen, wie schnell das gehen kann, dass ein Mensch quasi hochkommt oder dann wirklich auch ganz schnell wieder fällt. Ne? Oder wenn wir jetzt in den Bereich von sexualisierter Gewalt und Vertuschung gehen, die ganzen Gründer von geistlichen Gemeinschaften, die wirklich totale Cracks waren, die quasi als wie Heilige verehrt worden sind. Es gibt ein Buch von der YO, das ist über den sexuellen Missbrauch von Gründern von geistlichen Gemeinschaften. Die beschreibt das, dass die ganzen Sterne quasi des geistlichen Lebens und der, man hat so sehr gesetzt auf die neuen geistlichen Gemeinschaften, das war wirklich ja über viele Jahre bei Johannes Paul II. Ja auch wirklich die große Hoffnung der Kirche waren die neuen geistlichen Gemeinschaften und die waren alle wie Heilige verehrt und plötzlich zeigt sich, die haben Menschen sexuell missbraucht, sie haben sie geistig missbraucht, sie sind totale Gewalttäter. Und am Anfang denkt man, okay, ich habe die Macht irgendwie in der Hand, also ich bin so ein Guru, ne? Oder Guru ist das falsche Wort, so ein charismatischer Mensch und ich helfe Menschen und sage denen, wo es lang geht und dann plötzlich steht man da und wird total, man steht außerhalb, weil man schlichtweg Verbrecher ist, also Menschenrechtsverbrecher. Und von daher, Macht vagabundiert, das kann ganz schnell gehen und plötzlich verschiebt sich das und von daher, also das Wort Machthaber würde ich eigentlich völlig aus dem Sprachgebrauch streichen wollen. Und Macht ist einfach nicht nur im Singular, sondern Macht ist immer etwas, was, also deswegen spreche ich auch lieber von Machtfragen, Machtwirkungen, um diese Pluralität auszudrücken. Ne? Also es ist nicht so, dass ein Mensch quasi die Macht in der Hand hat, sondern Macht geht von vielen Punkten aus und sie ist höchst komplex und sehr dynamisch.
Und ereignet sich in Kommunikation, das ist ja das was Sie sagen. Man hat sie nicht quasi als Substanz, die dann sozusagen ein wenig wirkt, sondern es entsteht in Kommunikation. Sie verwenden die Begriffe eben auch im Gespräch Protestas und Autoritas. Und sie in gewisser Weise stellen sie beide gegenüber und doch sagen sie, es ist immer eine Mischung aus beidem. Und nehmen dazu auch das Beispiel Trier. Als gelungenes Beispiel eines solchen Zusammenwirkens von Protestas und Autoritas. Vielleicht können Sie die beiden Begriffe und das am Beispiel von Trier nochmal erläutern. Unter anderem deshalb, ich bin gerade in Trier an der Bistums der Schandenkonferenz und die nächste Frage wird sein, was kommt jetzt danach? Also wir fänden es interessant, wenn Sie mal aus Ihrer Sicht das skizzieren, wie Sie damals während der Synode das auch erlebt haben. Und dann gucken wir mal, wie das dann sozusagen auch weitergeht. Ja, genau. Das, was in meinem Artikel steht, das ist ja schon von 2019 und mittlerweile ist ja noch viel anderes passiert. Ne? Genau. Ja, Bischof Ackermann ist auch ein Beispiel dafür, wie schnell Macht vagabundieren kann. Ne? Also ich meine, er hat einfach einen totalen Fehler gemacht. Ich meine, das war wirklich ein völliges No-Go, den Namen einer Frau, die Opfer sexualisierter Gewalt ist, den Namen zu nennen. Das ist absolut immer anonymer. Zack, zack. Ja. Und er musste von diesem Job, meines Erachtens, er musste wirklich auch zurücktreten, weil das einfach ein völliges No-Go ist. Ich meine, eine Szene, ne? Und zack, die Autorität ist weg, ne? Und man verliert auch die Protestas. Okay. Genau. Also die Unterscheidung diese Geschichte, genau. Mich würde interessieren, was Sie bewogen hat, in Ihrem Artikel, das so zu beschreiben, dass eine gelungene Form des Zusammenwirkens von Protestas und Autoritas. Ja. Also ich habe an dem Prozess ja nicht selbst beteiligt, sondern ich habe das nur beobachtet, was ich so mitgekriegt habe. Also dass es eine ganz ernsthafte Suche danach war, was hat die Kirche eigentlich heute zu sagen? Und zwar nicht in dem Sinn, dass sie den Leuten irgendwas vorgeben kann, was sie tun müssen, also ihnen Vorschriften zu machen, dieses oder jenes zu tun oder dieses oder jenes zu lassen, sondern wirklich zu sagen, zu überlegen, was hat Kirche zu sagen? Und wenn ich das rauskriegen will, und das ist der Clou von Autorität, ist der entscheidende Punkt, dass ich hören muss, was diejenigen, mit denen ich zu tun haben will, was die zu sagen haben. Also Autorität ist nie etwas, was bei einer Person ist, sondern es passiert quasi in Autorität, ereignet sich in Beziehungen. Von daher, das Wort etwas zu sagen haben, ist ja doppeldeutig. Und an dieser Doppeldeutigkeit kann man die Unterscheidung von Autorität und Protest sehr gut darstellen. Also etwas zu sagen haben kann bedeuten, es sagt jemand was und sagt, oh, ist es genau das, was mir jetzt noch gefehlt hat, um bestimmte Dinge gut einschätzen zu können oder um anders handeln zu können. Das ist etwas zu sagen haben in dem inhaltlichen Sinn und das ist Autorität. Von daher ist sie auch in Beziehungen, also etwas zu sagen haben. Es muss ja auch anderen Menschen was sagen. So. Und du musst die Menschen in ihrem Denken und besonders auch in ihrem Handeln stärken, sonst ist es keine Autorität. Etwas zu sagen haben kann aber auch bedeuten, quasi die Amtsgewalt zu haben, um bestimmte Dinge zu bestimmen, also zu sagen, wo Geld hingehen soll, wo Personal eingesetzt hat, um Richtlinienkompetenz einzusetzen. Das ist alles Protestas. Und das Feld der Macht insgesamt, also so definiere ich das, da kann man ja auch unterschiedlicher Positionierung sein, das Feld der Macht bestimmt sich aus beiden Polen, aus der Autorität und aus der Protestas. Also wenn ich viel zu sagen weiß, aber es keinen Raum gibt, wo das, was ich zu sagen habe, quasi greifen kann, wo es Handlungen verändern kann, dann ist sie wirkungslos. Und dieser Handlungsraum wird von verschiedenen Formen von Protestas bestimmt. Um das am Beispiel von Trier zu machen, jetzt mal rein in diesen diesem synodalen Prozess. Meines Erachtens war das ein sehr gutes Zusammenspiel von Protestas und Autoritas insofern, als es um die Frage ging, was haben wir den Menschen zu sagen? Das bedeutet, erstmal hören, was die uns eigentlich zu sagen haben. Ne? Also Autorität entsteht immer aus dem Hören. Also am Anfang ist das Hören bei Autorität. Das war ein Leitgedanke und ich finde, da ist auch mit sehr großem Engagement von sehr vielen Menschen, also das war auch 2019 so, als ich bei diesen Konferenzen war, bei den Pastoralkonferenzen, da war das zu spüren, dass die Menschen mit Herzblut wirklich dabei waren, zu sagen, das Evangelium heute, was bedeutet das eigentlich? Ne? An welche Orte müssen wir gehen, um es leben zu können und wie müssen wir unser Handeln eigentlich wirklich verändern? Ne? Also pastoral muss sich grundlegend ändern und wie muss das aussehen? Also das ist so die Autorität und Protest, das
ganz einfach. Zum Beispiel, natürlich braucht es Geld, um so einen Prozess durchzuführen. Es braucht auch innerhalb der Kirche quasi das bischöfliche Logo, damit das Ganze irgendwie einen Prozess wirklich auch durchgehen kann, damit er auch einen roten Faden hat, dieser Prozess, damit er auch zu Zielen führen kann, ne, damit er Ergebnisse hat. Es braucht Personaleinsatz, und zwar einen sehr hohen für so einen Prozess. Und quasi, wenn das Zusammenspiel zwischen Potestas und Auctoritas stimmt, dann kann das diese Macht ungeheuer kreativ werden. Dann kann die wirklich in ganz neue Bereiche reinführen. Dann kann sie konstruktiv sein. Natürlich ist das kein einfaches Feld, ne? Bei der Synode war das ja zu sehen, bei der Synode in Trier. Da hat ja dann Rom auch mitgewirkt, ne? Also da haben wir jetzt nochmal eine komplexere Art und Weise. Die nächste Frage, wenn ich die kurz einspielen darf. Bevor wir auf Rom kommen, bevor Rom agiert hat, haben ja andere agiert. So. Und die ohnmächtigsten Feinde, ne? Ja, genau. Das Priestergruppen, die nicht an der formalen Macht teilhaben. Ja, in Trier ist es ja so organisiert, dass bestimmte Priestergruppen auch Führungspositionen haben und andere nicht. Ja, und gerade von Priestergruppen, die nicht an der Macht wirklich teilhaben und von Personen, die sich nicht verstanden gefühlt haben, gab es Widerstand. Ja, Widerstand, und zwar heftig. In gewisser Weise war das vulnerant. Aufs Gesamtsystem bezogen, haben die Notbremse gezogen. So, was ist da schiefgelaufen aus Ihrer Sicht? Ja, ich meine, es ist wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür, die ohnmächtigsten Feinde sind die bösesten. Ne? Also genau. Nicht quasi zu versuchen, ja, oder? Ja. Damit verrate ich jetzt kein Geheimnis, es war offensichtlich. Also quasi diejenigen, die sich so hochvulnerabel gefühlt haben und den Eindruck hatten, oh, irgendwie das Evangelium wird hier verraten. Da haben wir noch ein neues Feld in diesem Komplex, nämlich das, was Menschen heilig ist, ist ungeheuer gefährlich. Ne? Also das kann dazu führen, dass Menschen vulnerant werden. Die haben gedacht, oh, das Evangelium geht hier völlig im Bach runter. Und dann haben sie zu Mitteln gegriffen, die quasi überhaupt nicht in diesem synodalen Prozess drin waren, sondern die haben einfach, sie sind an die Potestas in Rom gegangen. Und das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ja, also die Ohnmächtigsten können plötzlich, indem sie andere Machtstrategien fahren, einen solchen Prozess auch zur Explosion bringen oder zur Implosion, je nachdem. Insofern, das ist da schon, schon schiefgelaufen und hat den Prozess total viel schwerer gemacht. Und der Schaden ist immens, das glaube ich auf jeden Fall. Also und das wird dem Bistum noch übel auf die Füße fallen. Und Wurde vorgeführt. Also ja, natürlich, genau. Leidet bis heute darunter. Was macht man denn in solchen Fall? Widerstand leisten oder nicht Widerstand leisten? Was meinen Sie jetzt? Von wessen Seite? Ja, welche Chancen hatte Trier, in dieser Situation zu handeln? Also ich würde da nochmal bei einer anderen Stelle ansetzen. Ich weiß nicht, ob es nicht noch irgendwann miteinander diskutiert werden soll. Die Zeit läuft schon so schnell davon. Aber ich mache gerne noch einen Schritt weiter. Wir erzählen so interessante Dinge, dass wir bisher noch ganz wenige Fragen haben. Ursula, wie sieht's aus? Genau, wir haben noch gar keine Frage. Ich hätte langsam eine, aber jetzt geschrieben hat noch niemand was. Darf ich noch eines sagen und dann gehen wir in die gerne. Fragerunde? Wäre ja, eine gerne. Möglichkeit. Bitte alle noch mal in sich gehen, wer eine Frage hat, mögen Sie jetzt bitte notieren. Das wäre vielleicht gut. Also ich bin ein Fan von dem, was eigentlich die Sicherheitsforschung herausgefunden hat, nämlich das sogenannte Verletzlichkeitsparadox. Das Verletzlichkeitsparadox besagt, also wenn Menschen sich absichern und etwas schützen wollen und also sehr, sehr stark auf Sicherungsstrategien setzen, dann kann das passieren, dass wenn der Schadensfall eintritt, dann ist auf jeden Fall der Schaden umso höher, viel höher, exponentiell höher, als wenn sie sich nicht so abgesichert hätten. Mhm. Das heißt, die Sicherungsstrategien erzeugen eine neue Vulnerabilität und der Schaden, der daraus entsteht, ist viel größer als alles andere. Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie ist eigentlich selbst ein Verletzlichkeitsparadox, nämlich erst quasi, dass wir unseren Wohlstand so schön sichern wollen, also wir jetzt in den industrialisierten, digitalisierten Ländern. Das ist ja eine Schutzstrategie, wir wollen, dass wir gut leben können. Und damit haben wir aber dem Virus quasi den Weg um die Welt gebahnt. Und der Schaden war umso größer.
Und dieses Verletzlichkeitsparadox trifft, glaube ich, auch zu in Bezug auf das, was diese Priester in Trier gemacht haben. Die wollten, das würde ich denen jetzt durchaus zugestehen, die haben ja jetzt nicht gesagt, wir wollen irgendwie was ganz Böses machen, sondern die wollten ja eigentlich das Evangelium so, wie sie das verstehen, also das, was ihnen heilig ist, das wollten die schützen. Und haben dazu zu Maßnahmen gegriffen, die sie selbst für richtig halten. Dieser Selbstschutz aber, der fällt ihnen selbst und dem Bistum Trier total auf die Füße, weil nämlich das, was da eigentlich an Konstruktivem angestoßen war, also der Weg, den das Bistum eigentlich in die Zukunft hätte gehen können, die ganzen kreativen Ideen, die sind ja ausgebremst worden. Und es ist jetzt ungeheuer schwer, quasi in dieser Situation diesen Drive, diese Aufbruchbewegung, die Synode ja bewirkt hat, die überhaupt noch lebendig zu halten, weil einfach das Verletzlichkeitsparadox eingetreten ist. Der Schaden ist umso größer, ne? Also es ist schwer, den roten Faden zu halten in der Situation. Ja, natürlich. So, jetzt gibt es eine Frage hier. Jetzt gibt es eine Frage. Ich sage erstmal nochmal, dass Hermann Josef Groß nochmal, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt macht, nämlich dass der Bischof da vor einem unlösbaren Dilemma steht, nämlich dass die beiden Priestergruppen per se nichts, also dass die Priesterschaft ohnehin schon gespalten gewesen sei und dass es nichts gibt, was die beiden verbindet. Und das, finde ich, kann man ja auf Gesamtkirche auch derzeit wahrnehmen, auch im synodalen Weg oder so, dass es einfach scheinbar keine gemeinsame Verständigung mehr gibt. Also zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten Frankfurter Versammlung ein Teil der Bischöfe, die jetzt sich nicht mit den Zielen des synodalen Wegs so gut vereinbaren lassen, dass die einfach dem Gottesdienst, also vor dem Gottesdienst oder gemeinsamen Eucharistiefeier rausgegangen sind und an einem geheimen Ort eine eigene gefeiert haben und natürlich wahrnehmbar nicht im Raum waren. Das ist ja, zeigt ja so, dass es noch nicht mal gelingt, in der Eucharistie gemeinsam zusammenzubleiben. Ja, vielleicht mögen Sie da auch nochmal was zu sagen. Das war jetzt so der Punkt, der nochmal von Hermann Josef Groß aus Trier ja auch kam. Ja, ja, natürlich ist das in Trier noch viel komplexer, als man das auf den ersten Blick sieht oder auch auf den zweiten. Also bei der Spaltung der Priester, ich glaube, es fällt da dem Bistum sehr vieles auf die Füße, was einfach generelle Probleme auch sind, ne? Also zum Beispiel, es gibt ja nicht nur diese Spaltung, die Sie jetzt gerade benannt haben, also in denen die zum Beispiel für die Synode sind oder die dagegen sind. Also ich weiß aus dem Bistum Trier, dass es einen sogenannten Rosa Konvent gibt. Das sind also die Priester, die homosexuell leben, ne? Und da sehen Sie ja, dass es da nochmal was gibt, was total verschwiegen und verfemt ist. Und diese Dinge erzeugen natürlich eine sehr hohe Komplexität. Und die Frage ist, wie kann man mit dieser Komplexität umgehen? Und mein Punkt ist der, wie soll ich sagen, steuerfest in der Hand halten. Und ich denke nicht, dass es darum geht, dass es einfach eine Spaltung gibt in der Kirche, sondern wenn es es gibt, dann gibt es eine Abspaltung. Und diejenigen, die sich quasi abspalten wollen, wenn die aus der Kommunikation rausgehen, dann muss man sie gehen lassen. Unter Umständen, ne? Also ich meine, das ist jetzt leicht gesagt und schwer getan, ist mir schon klar, ne? Aber quasi, man darf sich auch von Menschen, die was völlig anderes wollen, nicht vom Kurs abbringen lassen. Und natürlich macht sich ein Bischof, ein Generalvikar, Menschen, die in der Synode arbeiten, damit verwundbar. Das ist völlig klar. Also wenn man versucht, das Steuer quasi gerade zu halten, ne, und sich nicht ablenken zu lassen, dann macht man sich verwundbar und das kann Konsequenzen haben, das ist völlig klar. Aber das ist jetzt das umgekehrte Paradox. Das ist das sogenannte Verschwendungsparadox und das, glaube ich, ist eigentlich so der christliche Kerngedanke. Das Verschwendungsparadox besagt, wenn man Verwundbarkeit erhöht, kann man damit quasi einen Lebensgewinn erzielen. Und das, denke ich, müssen wir bei... Ja, bitte? Gerade kann man nicht hören. Hermann Josef Groß sagt gerade, die Menschen verstehen einander nicht mehr, obwohl sie hochreflektiert sind. Also etwas, was ich auch gesellschaftlich beobachte, dass die Wirklichkeitskonstruktionen sehr stark auseinanderdriften und sie haben alle recht. Also aus ihrer Perspektive, mit ihren Prämissen haben sie alle recht. Die Frage ist sozusagen, in welchem Medium wird es möglich oder wer ermöglicht es, dass die verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen sozusagen abgeglichen und synchronisiert werden? Und
das führt ja letztendlich zu einer Vulnerabilität ganz vieler. Ja, wenn plötzlich sozusagen die Sichten auf die Welt nicht mehr zusammenpassen. Und dann wird es total angreifbar und man hat keine Chance, argumentativ was aufzubauen, weil mit den vorhandenen Prämissen des anderen hat er recht. Was will ich da argumentieren? Das jetzt gerade ansprechen, da hier der Bruch, der sich auch im politischen Raum vollzieht. Wenn Sie das interessiert, es gibt ein total tolles Buch von der Applebaum über quasi, warum Diktaturen heute so attraktiv sind oder warum es so attraktiv ist, Demokratien quasi irgendwie niederzumachen. Und das ist natürlich genau dieses Problem, ne? Also wenn Sie quasi in dieser Denkschiene einer Verschwörungsbehauptung drin sind, dann lassen Sie sich durch nichts überzeugen, weil man gegen Kritik völlig immunisiert ist. Und das ist ein Problem, das gibt es kirchlich und das gibt es auch gesellschaftlich. Das ist durchaus so, ja. Ja, wenn ich dafür ein Patentrezept hätte, ne? Okay. Also ich meine, die Applebaum, die sagt, das Problem sind diejenigen, die quasi, das Wort ist so schwierig, die Eliten, also nein, die Intellektuellen, so sagt sie, dass die Intellektuellen sind das Problem. Weil die an vielen Stellen selbst quasi so verführbar sind, weil sie einen Vorteil davon haben, wenn sie quasi die Seite wechseln von der Demokratie hin zu autoritären Systemen. Und das, glaube ich, das müssen wir schon sehr ernst nehmen, ne? Also, ja. Sie skizzieren ja in dem weiteren Artikel einen Weg, der wie aus Ohnmacht und Vulnerabilität Kreativität und Neues entstehen kann. Mhm. Und das beziehen Sie ja auch theologisch sehr stark sozusagen auf den Kern der Erfahrung mit diesem Jesus Christus, im Kern der biblischen Botschaft. Vielleicht können Sie das nochmal skizzieren. Da hätte ich auch noch ein oder zwei Nachfragen dazu, auch kritische Nachfragen. Aber vielleicht skizzieren Sie vielleicht genau diese Idee, die tatsächlich hochinteressant ist. Ja, das ist mein Ansatz. Also ich bin eine Inkarnationstheologin. Ich setze bei der Inkarnation an. Ja, das war meine Erkenntnis am Anfang quasi meiner Arbeit, meiner theologischen Arbeit mit Vulnerabilität, dass eigentlich in Naturwissenschaften, auch in den Lebenswissenschaften, wird immer versucht, Vulnerabilität möglichst niedrig zu halten. Also wir versuchen, die Vulnerabilität zu minimieren. Das ist da wirklich das Grundgesetz, ne? Also wir wollen weniger vulnerabel sein. Und natürlich als Theologin merke ich direkt, okay, irgendwie ist es in der Theologie anders, denn das war auch eine neue Erkenntnis in der Inkarnation selbst. Wenn Gott Mensch wird, dann macht sich Gott vulnerabel, und zwar freiwillig. Und das ist eigentlich völlig ungewöhnlich, wenn man in die Naturwissenschaften reinschaut. Also was bedeutet es, dass Gott bereit ist, sich selbst vulnerabel zu machen? Denn ein Neugeborenes, ein Baby, ein Kind, hat die höchste Vulnerabilitätsstufe, die es überhaupt gibt. Also die Wissenschaften versuchen das natürlich auch mit Skalen auszudrücken, ne? Also alleinerziehende Mütter sind vulnerabler als andere Mütter. Also das heißt, Vulnerabilität ist messbar in gewissem Sinn. Und Babys, Neugeborene sind hochvulnerabel. Und Gott wird Mensch und tritt nicht auf wie Athene, die Göttin, die gleich quasi aus dem Kopf steigt von Zeus und eine erwachsene Frau ist und Waffen in der Hand hat und gerüstet ist und gepanzert ist, also die im Rüstungsmodus auftritt. Und das ist ja was sich durchzieht. Also Jesus scheut es nicht, die eigene Verwundbarkeit zu erhöhen. Also mit dem Gedanken können Sie eigentlich das ganze Evangelium durchgehen. Mhm. Natürlich auch das Kreuz, aber ich würde da schon viel früher ansetzen. Also dieses Widerständige, das er hat, in der Öffentlichkeit dazustehen und Dinge zu sagen, die in diesem Kontext einfach nicht beliebt sind. Das heißt, Vulnerabilität zu erhöhen. Und natürlich bis zum Kreuz, ne, da ist es auch so, ne, da so diesen Grundgedanken, lieber selbst verletzt werden, als andere zu verletzen. Mhm. Und von daher, das ist so eigentlich der theologische Grundgedanke. Und das, ich glaube, das kann man auch bei allen, das wäre natürlich mein Traum, dazu mal so ein theologisches Grundwerk zu schreiben, aber es ist mir letztlich auch zu innertheologisch. Also zum Beispiel Pfingsten ist auch so eine Frage mit Umgang mit Verwundbarkeit. Mhm. Also Pfingsten bedeutet, dass die Menschen, die vom Tod Jesu traumatisiert sind, das sind sie, also auch nach heutigem Traumabegriff, dann nicht sich quasi selber schützen versuchen, sondern an Pfingsten, an dem Großereignis, also an Windereignis schlechthin, einfach rausgehen und ihre Vulnerabilität erhöhen.
Und so, dass das so mit der Kirche anfängt, ne? Also die Jüngerinnen und Jünger, die rausgehen und sich auf dem Markt da der Kritik stellen, die vielleicht sogar auch verhaftet werden und auch am Kreuz landen können. Ne? Und daraus entsteht Kirche und so entsteht eine kreative Macht der Vulnerabilität. Ihre Kritik würde mich auch interessieren. Nein, meine Frage ist eine kritische Anfrage. Also ich beziehe mich auf Ulrich Engel, der beim letzten Mal, Sie argumentieren ja theologisch. Ja, man kann das noch auch psychologisch argumentieren, psychologisch-therapeutisch, würde es auch in eine ähnliche Richtung gehen. Ulrich Engel argumentiert soziologisch-strukturell und sagt, im Rückgriff auf Foucault, Macht braucht Gegenmacht, Gegenmacht. Damit meint er auch eine tatsächlich machtvolle Macht, die möglicherweise auch vulnerant sein kann, damit sie auch spürbar ist, gerade um nicht destruktiv zu werden. Also anders gesagt, Russland verhält sich absolut destruktiv, braucht man als System als Mensch nicht die Fähigkeit, im Fall einer solchen Bedrohung nicht notfalls auch selbst destruktiv sein zu können, um Grenzen zu setzen. Oder anders gesagt, ist das Ideal, das Sie beschreiben, die Lösung für jede Situation? Also natürlich nicht für jede Situation. Zum Beispiel, das ist ja der schöne Spruch mit die andere Wange hinhalten. Genau. Ich meine, es ist natürlich völliger Blödsinn, auch christlich gesehen, einfach nur die andere Wange hinzuhalten, um geschlagen zu werden. So nach dem Motto, was weiß ich, tut mir gut, ich werde geschlagen, ne? Wunderbar, irgendwie so demütig. Ne? Das mit dem die andere Wange hinhalten, ist nur dann sinnvoll, wenn es ein Widerstandsakt ist. Und da würde Ulrich Engel, denke ich, schon sagen, es ist genau diese quasi Gegenmacht. Also wenn das Hinhalten der Wange der Versuch ist, die andere Person zu entmachten, also zu entwaffnen. Und das kann natürlich passieren. Ne? Also in einer bestimmten Situation, wo quasi ein Mensch Gewalt ausübt und mit Gegengewalt rechnet, jetzt aber was völlig anderes kommt, nämlich an die andere Wange hinhalten, dann kann das natürlich sein, dass das einfach entwaffnet. Und das ist ein Widerstandsakt. Also von daher nicht naiv, sondern also Widerstand ist immer was sehr Komplexes und ich gebe Ihnen völlig recht. Natürlich kann Widerstand was Vulnerantes sein. Also das ist natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg potenziert sich das ja und da wird es ja auch sehr deutlich. Also die Vulneranz gehört, ist nicht immer negativ, so nach dem Motto, das darf man gar nicht, ne? Sondern die ist ja auch notwendig zur Selbstverteidigung. Ja. Also das wäre im Grunde meine Frage, sind auch die Begriffe Vulneranz und Vulnerabilität nicht selbst relativ? Das heißt, sind in bestimmten Kontexten tatsächlich nicht auch selber quasi als Mittelmacht der Ausübung, ja, oder umgekehrt Vulneranz nicht auch in bestimmten Situationen notwendig, um anzuzeigen, dass hier eine Grenze ist oder nicht? Ursula, ja, ich würde dich gerne nochmal reinholen, das war jetzt für mich eine Zusammenfassung. Ursula, ich würde dich gerne mal reinholen und deine Fragen und weitere Fragen mal zu spielen. Genau, ich sag mal meine. Es gibt aber auch noch eine von Frau Willi Pascha. Und zwar, ich habe ganz viele, aber ich reduziere es mal auf eine, weil sie eben auch nochmal auf die geistlichen Gemeinschaften zu sprechen kam. Und ich auch nochmal dachte, wenn wir so in Prozessen agieren, gibt es auch immer geistliche Prozesse, die unfassbar wichtig erscheinen, aber die genau diese Flanke zum Machtmissbrauch öffnen. Und ich habe da noch keine gute Idee, wie man dem entgegnen kann. Also es gibt so einen Comic, wo eigentlich so ein mathematischer Beweis geführt wird und mittendrin sagt einer, and then a miracle occurs, und dann steht da hinten die Lösung. Und so erscheint mir das ganz oft bei diesen geistigen Prozessen, wo dann irgendwie irgendeiner hat so eine Art Zauberpulver, streut es drüber und auf einmal öffnet sich eine Tür und ich bin da nicht immer so ganz sicher. So, also das gepaart mit dem, dass das Heilige auch oft so gefährlich ist oder so aggressiv verteidigt wird, da bin ich habe ich manchmal so die Angst, ist Geistlichkeit eigentlich per se toxisch oder ist sie nur so wertvoll, toll, wichtig, dass sie so schnell ins Toxische kippen kann oder dass sie so schnell, also ist es fast was man besser im Schrank lässt, weil es so wichtig ist. Oder weil es so gefährlich auch ist und dieses Potenzial hat. Das wäre so meine Frage zum Thema Geistlichkeit oder geistige Gemeinschaften, also, oder geistige Prozesse. Ja, also ich arbeite da mit dem Begriff des Heiligen.
Das ist natürlich ein sehr schwieriger Begriff. Also da wird es jetzt nochmal irgendwie komplexer. Aber ich halte das für einen sehr guten Ansatz. Und zwar das Heilige jetzt nicht irgendwie nur bei den heiligen Figuren oder so, sondern das Heilige im säkularen Kontext. Also was heilig ist, ist daran zu erkennen, wofür Menschen Opfer zu bringen bereit sind. Das ist zum Beispiel auch, wenn Eltern total bereit sind, für ihre Kinder alles Mögliche zu tun. Ja, also die Eltern opfern ja wahnsinnig viel für ihre Kinder. Und zwar nicht nur finanziell, sondern insgesamt. Ne? Und quasi die Opferbereitschaft markiert, dass es etwas Heiliges ist, dass es diesen Menschen etwas Heiliges ist. Ne? Das muss anderen nicht heilig sein, aber denen ist es heilig. Und die Opferbereitschaft kann total viel Positives bewirken, Kreatives. Also zum Beispiel Kinder können gut groß werden. Ne? Aber natürlich kann das auch genau was Toxisches haben. Zum Beispiel, wenn ich sage, also ich will, dass unsere Kinder hier, meine Kinder, unsere Kinder gut groß werden können und deswegen dürfen nicht so viele Migranten reinkommen ins Land, dann hat das natürlich was Gewaltsames. Also das war 2015 gesellschaftlich sehr gut zu beobachten, ne? Dass plötzlich, nachdem in der Silvesternacht relativ viele junge Männer quasi übergriffig geworden sind und Verbrechen begangen haben, dass dann Eltern gesagt haben, also mein Kind darf da nicht betroffen von sein. Ne? Also dann haben sie genau diesen Überschlag in die Vulneranz rein. Und der entscheidende Punkt ist meines Erachtens, dass man sich über diese Zusammenhänge klar sein muss. Also wir brauchen auch eine Debatte darüber, was ist uns heilig und warum. Das wäre vielleicht sogar ein Ansatz in Bezug auf eine Synode. Also was ist eigentlich das, was uns so heilig ist? Warum sind wir bereit, bestimmte Dinge zu opfern oder auch Menschen zu opfern unter Umständen? Ne? Also da gibt es ja auch Menschenopfer. Das war bei Missbrauch so hoch prekär. Ne? Also die Kinder, wo der Missbrauch vertuscht worden ist, die Kinder sind geopfert worden. Meines Erachtens waren das wirklich ganz klassische Menschenopfer. Ne? Und von daher, also aber man kann es auch nicht einfach im Schrank stecken lassen, weil das Heilige natürlich das ist, was Menschen bewegt, etwas zu tun. Ne? Also was weiß ich, Ukraine, es kommen hunderttausende Geflüchtete bei uns an und Menschen sind bereit, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, okay, ich gucke, dass die irgendwie gut wohnen können, dass die gut leben können, dass die ganzen Formulare, die 150 Seiten ausgefüllt kriegen, ich unterstütze die. Da ist auch das Heilige im Spiel und natürlich braucht es das. Ne? Also von daher... wir können es nicht einfach dann wäre es ja fast so, wenn wir das Heilige insofern pluralisieren, dass es nicht den einen Hüter gibt, ja. Der das, der entscheiden kann, ab jetzt wird es übrigens heilig und nachher genau. Ist es das nicht mehr. Mhm. Genau. Und ganz häufig wird ja behauptet, es ist was heilig und dabei ist es das den Leuten gar nicht und dann gehen sie weg. Also dann bleiben sie einfach weg. Ne? Also es geht dann geräuschlos. Ne? Wenn, wenn etwas, was als heilig behauptet wird, wenn es nicht mehr heilig ist, dann gehen sie nicht mehr hin. Fertig. Das passt auch gut zu der Frage von Frau Wiedi-Pascha, die wir vielleicht noch einspielen. Nämlich die sagt, sind Lebenswirklichkeiten heute nicht so plural, dass Macht in der Kirche immer weniger eine Rolle spielt, weil jeder seine Religiosität immer mehr leben kann, wie er oder sie das möchte und es keinen gesellschaftlichen Konsens dazu gibt. Ja, die Pluralisierung ist natürlich sehr erfreulich einfach auch. Ne? Also, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt, es hat was total Befreiendes. Und zugleich glaube ich auch, dass was die Kirche zu sagen hat in Bezug auf Vulnerabilität, das ist etwas, was wirklich gebraucht wird. Also das ist in der Corona-Pandemie deutlich geworden, ein anderer Umgang mit Vulnerabilität. Der ist erforderlich und das könnte eigentlich, die Kirche könnte das eigentlich spielen, aber sie kann es nicht, weil sie es selbst nicht gelebt hat. Weil es ist nämlich im sexuellen Missbrauch und in der Vertuschung, ich sage immer beides, weil einfach beides wirklich zusammengehört, in sexuellem Missbrauch, in Vertuschung hat sie es selber nicht praktiziert. Auch in Bezug auf gleichgeschlechtlich liebende Menschen macht sie das nicht. Sie macht das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich stehen müsste. Und deswegen kann sie es gesellschaftlich nicht einspielen. Aber natürlich wird es im Moment gebraucht. Ne? Mhm. Und vielleicht noch ein kleiner Kommentar zum Ukraine-Krieg, um auch nochmal die Komplexität zu zeigen bei der Frage nach Lieferung nach schweren Waffen. Das ist natürlich eine hochdiffizile Frage, ne? Wo man sich lange mit sich ringt und sich dann vielleicht entscheidet und sagt, ich bin dafür oder dagegen. Ne? Je nachdem. Der Punkt ist meines Erachtens, wenn quasi die Verweigerung, schwere Waffen zu liefern, eine Sicherungsstrategie ist für sich selbst. Und ich glaube, das ist es über weite Bereiche. Ne? Also man will halt selbst nicht irgendwie da reingezogen werden und deswegen sagt man, nein, wir sind ganz friedliebend, wir wollen keine Gewalt und deswegen wollen wir keine schweren Waffen liefern. Aber eigentlich ist es eine Sicherungsstrategie.
Und es ist gerade nicht quasi eigene Verletzlichkeit riskieren. Meines Erachtens ist schwere Waffen liefern an die Ukraine ein Akt, Verletzlichkeit zu erhöhen. Natürlich. Alle Staaten, die im Moment den Widerstand gegen Putin hochhalten und unterstützen, die machen sich vulnerabel. Und da sehen Sie, wie komplex es ist. Man kann nicht einfach sagen, quasi Vulnerabilität erhöhen heißt, quasi keine Waffen zu haben, sondern auch Waffen können auch quasi ein Widerstand gegen Vulneranz sein. Ja. Also heißt es nicht in der Konsequenz, dass wir keine absolute Gesinnungsethik brauchen, im Sinne von Vulneranz ist schlecht und sozusagen Vulnerabilität ist gut, sondern eher eine situative Handlungsethik, um zu schauen, was in welcher Situation wie wirkt. Ob es tatsächlich die Vulneranz, wie Sie es beschreiben, erhöht oder sozusagen die Vulnerabilität erhöht oder erniedrigt. Also sozusagen situativ zu entscheiden, was davon ist jetzt destruktiv und was ist weniger destruktiv. Ja, genau. Und wo verstecken sich Leute dahinter, dass sie eigentlich nicht verwundet werden wollen, indem sie sagen, oh, wir wollen gewaltfrei sein. Ja. Genau, und sind dann dadurch vulnerant. Ja, natürlich. Ja. Und dann kommt das, also ich denke, dann das wird ins Verletzlichkeitsparadox laufen. Ne? Der Schaden wird umso größer sein. Wenn die Demokratien quasi zusammenbrechen und das irgendwie so sich nach Europa immer mehr einbombt, ne? Dann ist der Schaden umso größer. Wir sind von der Zeit her durch. Ich habe eine letzte Frage, die ich jedem Gesprächsteilnehmer, jeder Gesprächsteilnehmerin stelle. Die Situation in der Welt, auch in der Kirche, ist ja jetzt nicht gerade rosig. Was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Situation? Ich habe Ihre Frage nicht, akustisch nicht ganz verstanden. Was gibt Ihnen Hoffnung? Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung in dieser Situation? Also die vielen Menschen, die an einem anderen Umgang mit Vulnerabilität arbeiten. Und das sind Menschen innerhalb der Kirche, innerhalb der Theologie, aber auch Menschen, die ganz woanders sind. Und das finde ich so hochspannend. Also, dass da sich was verändert, meines Erachtens, in Kirche und Gesellschaft, auch in der Gesellschaft. Und das finde ich einfach total toll. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie da immer nur auf die Kirche gucken, sondern auch auf Menschen, die außerhalb sind, die ganz andere Dinge tun. Und trotzdem, wo man merkt, also die ziehen irgendwie an einem Strang. Das finde ich ganz wunderbar. Und von daher gibt es viele Hoffnungszeichen in der heutigen Zeit. Gucken Sie sich an, wie viele Menschen hier aufgenommen worden sind, ne? Aus der Ukraine. Ja, wunderbar. Wir sind ans Ende gekommen dieser Stunde. Herzlichen Dank, Frau Keul, für dieses sehr interessante Gespräch. Sie haben es gemerkt, Sie haben die Zuhörer in Bann gezogen. Danke dafür, Ursula. Es ist Zeit für den Abspann. Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Also es war für mich eine sehr, sehr gewinnbringende Stunde. Was ich mir am meisten merke, ist tatsächlich auf die eigene Vulneranz zu achten und auf die Vulnerabilität der anderen. Das finde ich tatsächlich einen ganz guten Kniff, auch in den ganz privaten, persönlichen Konflikten, die man so ab und zu mal hat. Das Zweite, was ich total spannend finde, ist tatsächlich, wir haben demnächst, machen wir mal ein Seminar zum Thema Innovation und Resilienz. Und genau da haben wir auch eingehackt. Also da haben wir, wenn man sich total resilient macht, dann innoviert man nicht mehr, weil muss man ja ständig darauf achten, dass nichts kaputt geht. Auch da den Zusammenhang finde ich spannend. Und auf die Gesamtkirche hin, dass es eigentlich auch ein starkes Plädoyer ist, Systemgrenzen zu öffnen, sich durchlässig zu machen, verletzlich berührbar zu machen, um dann auch innovativ zu werden. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank und die herzliche Einladung an alle, die mögen, schon am kommenden Montag, Pfingstmontag abends dazuzukommen zu einer guten Stunde mit Pater Manfred Kollig, der Generalvikar von Erzbistum Berlin ist bei uns und berichtet ein wenig auch darüber, wie das so ganz praktisch geht mit der Macht, weil nämlich auch über den Umbau seines Generalvikariats in Berlin sprechen wird. Dazu ganz herzliche Einladung und auch dazu all das, was schon gelaufen ist bei den Gedanken zur Macht, die guten Gedanken, die schon geteilt wurden, sich nochmal anzuschauen oder anzuhören. Das geht über unsere Website. Die Sachen liegen bei YouTube und auch über diverse Podcast-Anbieter kommen Sie an die Daten. Und demnächst dann auch dieser schöne Abend mit Frau Keul. Von daher vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend noch.